Servus Reisefreunde, der Schorsch und Tour war wieder unterwegs. Diesmal im Bayerischen Wald in meiner Heimat. Mit unserem ehemaligen Au-pair-Mädchen Romana aus Tschechien. Und dann kam auch noch unser ehemaliges Au-pair-Mädchen Agnieszka aus Polen hinzu. Zusammen mit ihrem Mann Michael und ihrer Freundin Silvia und ihrem Mann Pavel haben wir sie beim Kaffeetrinken bei uns zu Hause begrüßt. Es war schön, das Wiedersehen mit alle wiederzusehen. Abends haben wir dann eine Kneipentour durch Calm gemacht. Unsere erste Station war im LA in Calm, ein amerikanisches Lokal, das wunderschön eingerichtet ist und leckere Speisen und Getränke anbietet. Eins meiner Lieblingslokale in Calm. Meine Gäste waren überrascht, dass es hier so tolle Lokale gibt. Wir haben uns ein leckeres Essen mit Ribs, Burger und amerikanischen Essen bestellt. Die Stimmung war gut und es hat uns allen sehr gut gefallen. Das Ambiente in dem Lokal ist besonders schön. Anschließend sind wir weitergegangen in Murphy's Law, ein Irish Pub in Calm, das vom Tobias Orlandini mit seiner Frau geleitet wird. Tobias hat sich ebenfalls gefreut, dass wir zu Besuch kamen und wir haben ein paar irische Bierchen getrunken. Auch hier war die Stimmung toll und es hat meinen Gästen sehr gut gefallen. Vielen Dank an Tobias und seine Frau für die Gastfreundschaft. Dann ging es weiter in die Wasserwirtschaft nach Calm. Hier sind wir noch kurz in den Biergarten gegangen und haben uns nochmal ein Bierchen geholt. Zusammen hatten wir viel Spaß und haben uns viel über die Zeiten vom Frühjahr unterhalten. Danach ging es zu mir nach Hause an die Hausbar. Auch hier habe ich noch einen Cuba Libre für alle gemacht. Ah, Michael, Silvia, Pavel, the hero of the night. Peter, Romana and Agi. Am nächsten Morgen habe ich bei uns zu Hause ein gemeinsames Frühstück für alle vorbereitet. Dazu gab es leckere Wurst, Käse, Reste vom Kuchen, noch Gebäck, Joghurt, Marmelade und frische Brötchen. Als wir gestärkt waren, haben wir uns von Romana, Peter, Julie und Antonin verabschiedet, da sie wieder nach Hause fuhren. Wir haben uns dann zur Bayerwald-Tour aufgemacht. Zuerst ging es zum großen Aber, eins der Highlights im Bayerischen Wald. Mit der Gondelbahn sind wir nach oben gefahren. An diesem Abendtag war auch eine Hochzeit auf dem Aber. Das Wetter war herrlich. Es war über 30 Grad heiß und kaum Wind. Alle wollten auf die Felsen klettern und die Aussicht vom Aber aus über den Bayerischen und Böhmischen Wald sehen. Der Blick ist einfach atemberaubend und wunderschön. Hier sieht man den Bayerischen Wald, auf der anderen Seite dann den Böhmischen Wald. Bis rüber zum großen Aber. Man sah auch von oben wieder den kleinen Abersee und es gab noch ein Gipfelfoto am großen Aber. Danach fuhren wir zum großen Abersee und machten die Wanderung um den See. Auch das ist für alle Gäste immer eins der Highlights. So ein wunderschöner See mitten in der Waldlandschaft lädt einfach zum Wandern ein. Das Wetter war toll und wir haben die Wanderung genossen. Immer wieder gab es schöne Punkte zum Fotografieren. Dabei haben wir auch Rudi und Siglinde aus Rohrbach im Mühlviertel getroffen. Danach sind wir zum Gäubodenfest nach Straubing gefahren. Das Gäubodenfest ist das zweitgrößte Volksfest in Bayern nach dem Oktoberfest. Und da ich wusste, dass meine Gäste immer wieder vom Oktoberfest reden, habe ich ihnen diesen Besuch im Gäubodenfest möglich gemacht.
Sie waren überrascht, wie groß das Fest ist und wie viele Bierzelte hier aufgestellt sind. Im Wenischzelt sind wir nachmittags noch eingekehrt. Zum Glück waren noch einige Tische frei, sodass wir uns setzen konnten und eine Masse Bier bzw. Radler bestellen konnten. Dazu habe ich noch einen kleinen Brotzeitbrettl bestellt. Die Stimmung war gut und die Musik hat dafür gesorgt, dass alle viel Spaß hatten. Meine Gäste waren glücklich und erfreut über dieses Oktoberfest-ähnliche Fest hier in Straubing. Nachdem wir gestärkt waren, sind wir wieder nach draußen gegangen, entlang der Fahrgeschäfte und Stände und haben die Menschen bewundert mit ihren Dirndln und Lederhosen. Auch das ist etwas, was bei den ausländischen Gästen immer sehr gut ankommt. Neben den Fahrgeschäften gibt es auch noch zahlreiche Bierzelte und auch einen historischen Bereich, wo alte Fahrgeschäfte vorhanden sind. Wir haben dann eine Fahrt mit dem Riesenrad gemacht und einen Blick von oben auf Straubing und das Fest genossen. Danach ging es langsam wieder durch die ganzen Fahrgeschäfte und Stände zurück. Da ich abends zu Hause einen Grillabend mit meinen Gästen veranstalten wollte. Patrick als Grillmeister hat die Steaks und das Schweinefleisch wieder gut vorbereitet und in Streifen geschnitten, sodass sie leichter zu essen sind. Meine Gäste waren begeistert von der Grillkunst und das Essen hat lecker geschmeckt. Nachdem wir gesättigt waren, haben wir noch Airhockey und Billard am Abend gespielt. Auch hier war die Stimmung ausgelassen und lustig. Billard ist immer interessant und jeder möchte es gerne mal probieren. Es hat mich gefreut, dass sie so viel Spaß daran hatten. Am nächsten Morgen nach dem gemeinsamen Frühstück wurde es aber langsam wieder Zeit, Abschied zu nehmen, da Agi, Michael, Silvia und Pavel sich wieder auf dem Heimweg machen mussten. Vielen Dank für euren Besuch. Es war schön, euch alle wiederzutreffen. Euer George on Tour sagt Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, bitte Kanal abonnieren und Daumen drücken.